Haken ist nicht. Halt's Maul, mit dir redet China! 23. Ey, hör doch auf, Mann! What's wrong? Scared. Wie kann ich weiterhelfen? Ja, ich brauche mal Hilfe hier am Müffelpark. Was benötigen Sie denn? Ich bin auf die Fresse hier gefallen. Was soll ich denn benötigen? Döner oder was? Dalli, Dalli! Der ist unterwegs. Oh mein Gott, Digga, die sind ja alle hier. Das ist hier wohl der Sammelpunkt von denen. Ihr Ike, hier drüben. Ja, danke, dass du so schnell hier gekommen bist. Kein Problem, was haben sie denn? Kannst du dich mal bitte verpissen? Das ist hier privat. Danke. Was tut denn weh? Ich bin vorne auf die Fresse hier gefallen. Ja, Moment. Bist du alleine unterwegs oder was? Ganz alleine. Arme Sau, du. Ist besser? Ja, klar. Bis dann. Hausterin! Wo ist denn hier der Chef? Chefin, wie kann ich denn helfen? Hast du auch einen Mitarbeiter? Kannst du mir lieber den schicken? Du kannst mir einen Kaffee holen, bitte. Nö. Also, was ist das denn hier? Also, schick mir doch einfach einen Mitarbeiter, ja, dann will ich ein Auto kaufen, hol mir einen Kaffee und dann ist gut. Ich bin sowohl Chefin als auch Mitarbeiterin. Herzlichen Glückwunsch. Ja, du kannst mir einen Kaffee holen und stell irgendjemanden ein, der mir jetzt hier bitte hier die Autos zeigt, ja? Achso, ja, muss ich mal gucken, ob der Mitarbeiter Zeit hat. Bis gleich, Süße. Süße, geht das auch ein bisschen schneller? Ich hab hier noch ein bisschen zu tun. Meine Immobilien warten. Wollen wir ditte kaufen? Ach nee, guck dir dit mal an. Hui, 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 hui. Alter Schwede. Ohne Witz, ne? Der ist geil. Ja. Komm mal her, Schnucki, ich hab mich schon entschieden. Der Mitarbeiter ist schon auf dem Hof, der ist gleich bei dir. Wo bleibt mein Kaffee? So gibt es keinen. Kaffeemaschine ist kaputt, es tut mir leid. Komm. Ich kauf dir hier ein Auto ab und du machst mir nicht mal einen Kaffee? Sehe ich so aus, als ob ich hier Saftschubse auf der Stirn habe? Wie du aussiehst, will ich dir jetzt gerade nicht sagen, Schnucki. Hol deinen Mitarbeiter, meine Fresse, ey. Augenblick Geduld, der kommt gleich. Also dafür gibt's auf jeden Fall Rabatt. Naja, ich sag immer, der Ton macht die Musik, ne? Weiß ja nicht, wo du herkommst, aber da, wo ich herkomme, behandelt mein Kunden vernünftig. Ich mach Kaffee. Jetzt erstmal ganz ruhig hier. Pohohoho, der Simp kommt. Warum kommst du nicht gleich mit so einer Aussage? Du hast es verstanden. Die Alte hier nicht. Da sollte man echt mal hier beibringen, wie man mit Kunden umgeht. Dumme Sau. Quatsch mir nicht so voll, was kostet der? 128.000. Ja. Warum ist der so günstig? Gibt's da einen Haken? Nö. Und der ist auch noch voll getuned? Jo. Eine Probefahrt? Haken ist nicht... Halt's Maul, mit dir redet keiner! Können wir jetzt zusammen... Ey, Schnucki. Dann darfst du runter zum Flughafen und darfst dir da ein Auto kaufen. Hör mal, ich quatsche gerade mit dem, ja? Das ist mir egal. Alles klar, lass die labern einfach. Pass auf, ich glaub dir das irgendwie nicht. Ey. Ist ein vorheriges Kundenfahrzeug. Der Kunde ist ausgereist. Ah, können wir mal zusammen eine Probefahrt machen? Probefahrt gibt es nicht. Warum nicht, Süße? Ja, weil du dafür hättest vielleicht ein bisschen freundlicher sein können. Dann wäre das voll in Ordnung gewesen. Soll ich dich an den Haaren ziehen oder was? Willst du ditte? Nee, bestimmt nicht. Dann lass mich doch mit der Keule hier eine Probefahrt machen. Lampe. Da hinten ist die Tür. Entweder gehst du freiwillig oder... Was? Wirst du sehen. Du drohst mir? Du? Was willst du denn machen? Nee. Willst du mir einen Kochlöffel über den Kopf hauen oder was? Ich will die Karre haben. Ich will aber eine Probefahrt machen. Ist mir egal. Dieses Recht habe ich. Können wir mal bitte abseits der Dame hier reden? Ich mache das, was meine Chefin sagt. Ey, wollt ihr kein Geld verdienen oder was? Wenn einer laut wird vor meiner Chefin, sie ihm versucht, was zu erklären, ihr ins Wort fällt, dann bin ich auch so frech und bleib loyal gegenüber meiner Chefin. Die hat mir noch nicht mal einen Kaffee gegeben. Kannst du dir vielleicht vorstellen, warum ich sauer bin? Rumkommandieren. Ich rede doch gerade mit ihm. Sei doch mal kurz leise. Sam, gehst du mal ein bisschen zur Seite? Willst du aufs Maul oder was? Oh, der hat ein Messer. Hey. Keiner geht meine Chefin an. Keule. Okay, nicht das Messer. Lass das Messer liegen. Aber für das alles ist es zu spät. Stück Scheiße. Du ziehst ein Messer. Hey. Okay, nee. Raus. Ruf die Bullen, Süße. Digga, der hat einen Dildo gezogen. Die ist abgefuckt, aber sie ist schon gechillt, ne? Die geht jetzt nicht in den Schleudergang. Soll ich beide erstmal angucken? Ich hab einen Dildo auf den Kopf bekommen. Die Nase ist nicht. Du kriegst gleich noch was anderes als ein Dildo auf den Kopf. Halt dein Maul, beruhig dich mal, du Idiot. Lopez. Jetzt reicht mir das. Hey, bleib doch mal locker, wir sind gerade hier behandelt worden. Meine Güte, Lopez, da wo ich herkomme, lösen wir unsere Probleme erstmal mit dem Mund. Und deine Chefin macht alles mit dem Mund. Nur so nebenbei, ich komme aus Mexiko. Mexiko. Bei mir, wenn eine Person nicht hört, schneiden wir den Hals durch und zerkleinern sie. Das, was du sagst, ist so Mexiko, aber so wie du dich anhörst, scheinst du erst aus Mönchengladbach zu kommen. Hey! Es reicht. Was hast du denn gegen Mönchengladbach?
Ey, wenn du ein Problem hast, ruf doch die Bullen. Ey, er zieht immer wieder ein Messer. Ey, muss das sein? Deswegen hast du doch schon mal gelegen. Hör doch auf. Bro, du hattest Glück. Aha, wahrscheinlich. Wenn du nach Hause gehst, dann musst du dich bei deiner Frau entschuldigen dafür, dass du zu spät gekommen bist. Und hier machst du einen Dicken. 23. Ey, hör doch auf, Mann. Ey, Arzt, jetzt mal ernst. Ruf mal die Bullen. Was soll denn der Gerade leider keiner im Dienst. Dann machen wir das so. Wir lösen unser Problem auf altmodische Arten. Mediziner ist auch da. Leg dein Messer weg. Wir machen einen Zweikampf. Der Verlierer hält danach sein Maul. Ja, hier auf dem Parkplatz. Lopez, komm, wir gehen raus. Abonnieren. Abonnieren. Das darf ich leider nicht unterstützen. Ey, Lopez, lass uns doch mal ausreden. Mit dir vielleicht nicht. Typisch. Ich komm mit, Arzt. Kick mal, hier läuft eine Ratte rum. Mach mal hier sauber, Süße. Kick dir das mal an. Bah! Die habe ich extra rausgelassen für dich. Wo fährst du hin, Mediziner? In Sandy. In Sandy Shores. Weil das das Einzige ist, was wir aktuell nutzen können. Ein wunderschön. Der andere auf jeden Fall da rein. Ich gehe mit Parker hin. Ja, verpiss dich. Ich glaube, du liegst hier gleich dauerhaft. Zeit, meine Kraft. Weil mir die Zeit und die Kraft für einen Vollidiotin... Ja, komm, verpiss dich jetzt. Nehmen Sie mal ihn mal mit, da brauche ich irgendwas im Kopf. Also, Doktor, ich hab einen Dildo auf den Kopf bekommen. Ach, komm mal mit hier rein. Gut, mir geht's jetzt gut, Doc, danke. Ja, ganz kurz, ich komm gleich. Doc, warte. Spast. Hey! Das musste sein. Oh, der hat ein Messer. Der sucht mich jetzt drin, ich bin draußen, du Idiot. Ist das ein Dulli? Der ist so blöd, Digga. Kannst du nicht einsteigen? Komm, Bruder. Ey, hör auf. Hör auf. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Scheiße, er hat mich doch noch erwischt. Hol mich hoch. Ist der behindert? Doch, die holen mich hoch. Warum? Hä? Wo bin ich denn hier wach? NSMD-Notruf? Ey, Keule, ich bin aufgewacht, ja, aber hier, bei der Alten, hier im Autohaus. Ah. Kannst du bitte schnell kommen? Die will, dass ich mit der hier irgendwie sexuelle Sachen mache. Jetzt. Ja, träumst du nachts von? Nein, ich will nicht mit dir bumsen, lass mich in Ruhe. Ja, bis gleich. Einmal. Okay. Komm jetzt! Okay, ich geh jetzt, ich hör auf. Nein, ich hör auf, ich geh. Ich hör auf. Ich hör doch auf. Du musst die umhauen, du musst. Ich werde nie wieder gutmütig sein. Dann wieder hoch. Nein, da ist dieser gefährliche Franzose. Der wird nichts mehr machen. Ich fahr jetzt nicht wieder mit dir ganz nach oben. Fahr rechts ran oder es knallt. Ja, sofort. Und am Flughafen ist noch ein Shop. Sehr gut. Okay. Oh yeah. Was ist das hier? Das Train Tanaka. Hallo, wo ist denn dieses Train? Das ist am anderen Ende der Stadt, unterhalb vom Ententeich. Bis gleich. Ah, hier ist das also. Last Train. Hallo. Hi, ich hätte gern ein Bier. Jetzt war 40 Dollar macht das. Perfekt. Was habt ihr hier im Angebot? Karte steht, aber Schnucki bin ich nicht. Wirklich. Oh Mann, Digga. Ist doch so ein Schmutz, Bruder. Hallo. Aus irgendeinem Grund bin ich hier ganz oben bei den Medizinern gelandet. Wie komme ich denn jetzt wieder auf die Schnelle zurück? Du ruf dir ein Taxi. Bis gleich. NPC-Taxi, hier. Zack. Hä? Die Fahrt wurde storniert und jetzt bin ich wieder im Autohaus? Sag mal, was ist denn das hier für ein Puff, Alter? Geil. Der Taxifahrer, Ehrenmann. Der hier? Oh mein Gott, Clowns. Bruder, ich glaube, das ist auf jeden Fall Troll. Such Söhne. Hallo? Ey, was waren das für Clowns gerade? Schnell! Hilfe! Hilfe! Warum sticht der jetzt auf mich ein? Ich geh was essen. Ich nehm das, was du am besten machen kannst, ja? Okay. Müde? Halt's Maul. Aber nicht mit meinen Leuten hier, mit meinen Gästen im Train, okay? Dein Alkohol wirkt schon wieder irgendwie so. Ey, Süßer, tut mir leid, ja. Hast du einen Macker? Ja. Ja, dann sag das doch gleich. Draußen sind Affen. Und Hunde. Das scheinen wahrscheinlich Cousins von dir zu sein. Affen. Ey, die Clowns sind wieder da! Das sind doch deine Freunde. Ich dachte, der Zirkus ist los. Irgendwie ist unangenehm, Digga. Bitte schön, Jungs. Ich bin auf dem Server Old RP. Die scheinen hier kein RP zu machen. Trolling können wir selber dafür. Brauchen wir dich nicht. Sag mal, bist du eigentlich dumm oder so? Ich mach die ganze Zeit RP. Ich bin nicht mal an Trolling vorbeigegangen. Und die wollen dich nicht RP machen lassen, weil sie wahrscheinlich einfach nur mad auf dich sind. Gott, wie peinlich seid ihr, Digga. Da kommen jetzt ganz viele Leute bei dir RP machen. Das haben die sich jetzt selber zuzuschreiben. Discord ist closed. Ja, der hat jetzt Todesangst, ne? Aber ihr könnt ja in den Teamspeak. Das Ding ist, die können ja noch nicht mal trollen. Das ist ja das Problem, Digga. Also wirkliche Troller, die machen sogar besseres RP als die. Aber das ist ja deren Welt. Da hat er die Macht. Real-Life-Versager, Digga. Verbindung zum Server fehlgeschlagen. Da war die Telekom wieder schneller. Soll ich euch beweisen, wie feige die sind? Ich gehe jetzt in den Support-Warteraum. Und ihr werdet jetzt mitbekommen, wie sie nicht reinkommen werden, sondern direkt bannen werden. Ich werde so oder so recht behalten, das weiß ich. Auch noch so ein Twitchy. Fahr zur Hölle. Geiles Stück. Scheint sich ja richtig zu fühlen.
Ihr Versager, Alter. Ey, ey, Leute, der exposed uns. Stell Bart ihn runter. Ganz, ganz komische Leute. Aber na gut. Vasco aus dem Autohaus hat TikTok. Schick mal rüber, komm. Ist er Venus oder wo? Ist er weg? Da unten. Oh, ein Toxic Girl. Ich möchte nicht drüber reden. Ich rauche schon viel, aber ich hab noch nicht mal so eine Lache. Oh mein Gott, ey Diggi, spielt hier Bus-Simulator. Also, nein, stopp! Oh, dem Froschi! Und schon ist der Frosch ganz hinten. Digga, kann mir das mal einer erklären? Wie spielt ein Hund, Digga? Ach, so eine sind wir, ja? So, so unterwürfig. Laila, komm mal her! Und sie so hinter ihrem PC. Kannst du dir echt nicht ausdenken. Da fällt einem echt nicht zu ein, Alter, ne? Wirklich richtig cringe, Bro. Oh mein Gott, seid ihr peinlich, Alter. Danke für den Content, Old City RP. Wen willst du f***en? Wen? Du dumme Sau! Are you OOC, Matt? Ach, boah.